Hallo zusammen, in diesem kleinen Clip geht es um die BASF, die badische Anilin- und Sodafabriken. Und es gibt auch einen Mini-Blick auf die Bayer. Die Anilin sind einer der größten Energieverbraucher in Deutschland. Und der Chef hat vor ein paar Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben, wo er vor dem Gasembargo warnt. Die haben also dann oder da werden erhebliche Probleme kommen mit Zulieferbetrieben. Das ist keine schöne Aussicht. Am 29.04. haben sie Hauptversammlung und zahlen 3,40 Euro. Der institutionelle Support auf diesem Niveau, was wir momentan haben, von rund 51,5, der wächst jetzt hier ein wenig. Goldman nimmt so hoch auf 62, die HSBC liegt bei 65 und die Credit Suisse bei 72. So weit, so gut. Rein vom Chart her muss ich sagen, von der letzten Bewegung, die wir hatten, vom Beginn der Ukraine-Krise, von den fast 70 bis runter 47, das ist ein fettes Brot hier. Und die haben es mit Mühe und Not geschafft, an diese schraffierte Linie hier ranzugehen, die sich in etwa mit dem 38er Retracement von Fibonacci hier deckt. Von da lediglich mal so ein bisschen hoch, haben sich aber auch schon wieder deutlicher distanziert. Wir haben hier, das ist vom 6.7.3. ist das, haben wir noch ein Gap offen, das bei 49,78, das verbindet sich mit dem unteren Band. Das ist für mich ist das durchaus ein wichtiger Punkt. Dann könnte sie diesen Bereich hier knapp unter der 50 auch so als so eine Art Sprungbrett nehmen. Oder andersrum möchte ich es mal so formulieren, wenn diese Gasembargo-Geschichten, wenn sich das, sagen wir mal, reguliert, kann ich mir vorstellen, dass die BASF besser geht als der Gesamtmarkt. Die werden davon mehr profitieren. Aber je länger das dauert, desto schlechter ist es für die Anilin. Und wenn die das nicht halten, diesen Bereich hier, diese Linie, die 47,14, ja, da bin ich eigentlich erst so im Bereich von knapp über 40 wieder dabei. Vorher hat das keinen Sinn. Technisch sind die weiterhin angeschlagen, ja, über die traditionelle Sichtweise bald und hier über die moderne Sichtweise als Trendfolger. Stochastik ist im Neutralbereich leicht fallend. Also ich muss sagen, gefallen tun sie mir nicht. Dividende hin oder her. Ich habe noch nie eine Aktie der Dividende wegen gekauft. Also ich mache das nicht. Das interessiert mich nicht so sehr. Aber ich finde, diese kurzfristige Gegenbewegung auf diesen Abverkauf, also eher schwach. Das heißt, mittelfristig muss diese schraffierte Linie hier, die muss überboten werden. Das ist knapp über 56. Vorher fasse ich die nicht an, muss ich ehrlich sagen. Und ich werde auch sehr vorsichtig hier unten, ob das wirklich ein zweites Standbein wird oder nicht. Von den Scheinen her habe ich das mal so ausgesucht. Ich habe einen Call genommen, der liegt hier deutlich unten drunter. 45,69, das ist die HR35GW. Den hole ich mir aber jetzt noch nicht rein. Dafür ist mir das einfach zu weich hier. Und vom Put, da bin ich ein bisschen näher rangegangen an die 57,95. Da sind wir hier knapp unter dem 50er. Der ist aber nur für den Fall, dass wir wirklich hier nochmal durchgehen. Das ist die HB4TKY. Also ich muss es mal so formulieren, da gibt es momentan bessere Werte, auf jeden Fall. Aber nochmal, wenn sich das mit dem Gasembargo einigermaßen löst, sind die meines Erachtens nach schneller als der Markt. Also das packe ich mir auf die Watchlist, aber da sehe ich momentan keinen Grund für eine Position, wenn ich keine habe. Wenn ich eine habe, muss ich sie vielleicht sogar jetzt schon absichern über den eben genannten Put. Gucken wir mal ganz kurz im Vergleich dazu die Bayer an. Das sind die Bayer und die haben hier einen ganz langen Downtrend jetzt final gebrochen. Der kommt hier von 2017, vom Oktober 2017. Kann man schön sehen, wie sie da raus sind. Haben sie länger umkämpft und sind dann da raus, hat sich auch mal einen Film zugemacht, haben das letzte Zwischenhoch hier vom Mai letzten Jahres überboten. Die haben auch bald Hauptversammlung. Und das ist eine sehr stabile Aufwärtsbewegung. Also die müssen mir einfach besser gefallen. Ne? Die haben sich echt befreit aus diesem ganz, ganz langen Trend. Mittelfristig etabliert sich hier ein Aufwärtstrend. Eigentlich mit Widerstand nur bei der 73. Die sollten da jetzt nicht einfach straight hochgehen. Das sehe ich nicht so.
wahrscheinlich unter Schwankungen, also nochmal runter auf so hier so 20-Tage-Linien, 57 sowas. Aber ich finde die deutlich interessanter als die BASF. Aber nochmal, wenn sich das mit dem Gasembargo einigermaßen sinnvoll löst, sind die BASF die bessere Wahl. So möchte ich es formulieren. Ja, dann habt mal viel Spaß damit. Bye bye, ciao.